Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War Ragnarök. Ja, wir gehen jetzt auf das Wikinger-Begräbnis, so heißt die Quest, die wir jetzt hier verfolgen, mit Brock in Svadalfheim, beziehungsweise in Nidavellir. Ich bin echt gespannt, das wird, glaube ich, auch noch eine ziemlich emotionale Geschichte. Sindri wird dort sein, alle Zwergen werden dort sein. Wie gesagt, mit Sindri, so wie der jetzt am Ende war, mit seinem blutunterlaufenden Augen, und da traue ich alles zu, dass das auch noch irgendwie im Kampf endet und am Ende des Tages dann beide dort tot liegen werden. Uah. Bleibt abzuwarten, was da jetzt wirklich abgeht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du am Start bist. Vielen, vielen Dank für deinen nice Support. Freut mich echt wirklich sehr. Wenn du dir jetzt noch 2 Sekunden Zeit nimmst, bevor wir in Nidavellir ankommen, für ein Däumchen und ein kostenloses Abo. Würdest mich echt extrem mit supporten. Würdest mir den Tag super mit versüßen. Ich bedanke mich auf jeden Fall vorab an dich und an jeden Einzelnen da draußen, der das schon in den letzten Videos getan hat. Absolut fantastisch. Ja, da ist das Tor zu Nidavellir, zum Begräbnis von Brock. Wir gehen rein. Viel Spaß mit dem Video. Let's go. So, es müsste jetzt direkt hier in der Taverne sein, haben sie doch gesagt, ne? Mal jede Menge Einherjagdkrieger, die auch hier noch liegen. Keiner steht auf. Keiner steht auf. Das müsste die Taverne sein, ne? Ja. Okay. Neue Texte für meine Balladen. Da ist er. Abscheulich. Da liegt er einfach auf dem Tisch. Jetzt wünschte ich, ich könnte mich an ein paar erinnern. Hä? Der Papierkrieg, den der Mann bereitet hat. Ich habe eine Truhe nur für seine Verstöße. Eine große. Ich habe ihm 20 Arten beigebracht, wie man eine Verstärkung kalt schmiedet. Einmal zeigte er mir eine etwas einfachere Methode fürs Drahtziehen. Und von da an nannte er mich seinen Lehrling. Er war ein echtes Arschloch. Ich werde ihn vermissen. Hey! Ihr seid da. Wir nehmen gleich Abschied. Ja, dafür sind wir hier. Ich bin schon vielen Leuten begegnet. Du bist einer der wenigen, die ich einen Freund nennen würde. Ich hielt dich immer für eins der dümmsten Wesen, das ich je kannte. Am Ende warst du auch das Mutigste. Ohne dich ist diese Welt ein dunklerer Ort. Wir bringen ihn zu den Svertsanden. Das ist im Sumpf bei der Fähre. Wir warten da auf euch. Im Sumpf bei der Fähre. Okay, verfolgen wir auf jeden Fall 1000 Meters. Im Sumpf bei der Fähre. Da ganz unten, das ist quasi mystisches Tor. Da können wir doch hinreisen, oder? Da können wir doch hinreisen, dann tun wir das auch. Ich wollte gerade schon sagen, ey, die haben denen das ganze Game 2018 aufgebaut, jetzt hier auch aufgebaut. Wenn das jetzt das Begräbnis gewesen wäre, einfach nur kurz die Hand drauflegen, der sagt 3 Worte. Und das Wasser, da wäre ich schwer enttäuscht gewesen, tatsächlich. Mal ein bisschen Proviant mitnehmen. Komm schon, Freya. Schon Freya, ja, Sindri. Schwer tatsächlich alles. Oh, und wir müssen, das stimmt, bevor ich jetzt verchecke, ne, wir müssen noch irgendwie nach Hause reisen. Ab dorthin. Und dann noch nach Hause in die Hütte. Ich sieht man ja auch irgendwie Atreus doch nochmal wieder, ne? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er einfach raus ist, dass Kratos jetzt nur mit Atreo hier, mit Freya unterwegs ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, das ist da, wo wir mit Tyr waren, wo wir die Kette gezogen haben, ne? Über das Floß hier, genau. Und apropos Tyr. Ist das jetzt... Was ist los? Ich hätte mich umziehen sollen. Ein Trauergewand, nein. Die sind nicht angemessen gekleidet. Ist schon gut. Zwerge legen bei Bestattungen nicht viel Wert auf feine Kleidung. Und Brock ganz sicher nicht. Ist das jetzt wirklich so, dass Odin uns mit Tür verarscht hat? Oder kann man den irgendwie doch finden? Weiß es nicht. Etwas Gold in den Bart geflochten. Wäre doch stattlich, hm? Ich danke. Da, dort sind sie. Ach was, natürlich kommt er. Es ist sein Bruder. Hoffen wir es. Na, ja, ich hoffe es auch. Ich will es irgendwie nochmal sehen. Oh, Brock, Mann. Tut mir so leid.
Da ist er. Seine Augen sind nicht mehr so blutrot unterlaufen wie zuvor. Zusammen, Mann, genau. Holy shit. Sindri. Brock war... Ey, Wahnsinn, ey. Größer, je mehr man wegnimmt. Wahnsinn, ey. Ich find's absolut emotional gemacht. Ich find's geil. Find's geil. Okay, was ist? Okay. Okay, dann scrollen wir mal runter. Boah, ey, das Lied. Das Lied. Das Spiel ist so emotional geil gemacht jetzt in den letzten Momenten. Das ist, darfst du keinem mehr erzählen. Da kann sich, wie gesagt, Studios, können sich andere Studios 5 Scheiben von abschneiden, was die für Kack-Games auf den Markt bringen. Unfertig, für Vollpreis. Wo Geschichten erst über DLCs zu Ende erzählt werden, was verbuggt ist, was nicht rund läuft. Und Santa Monica kommt einfach wieder um die Ecke, so wie Naughty Dog mit ihren Games. Puff und klatsche da ein AAA-Titel hin für Vollpreis. Ich werde auch noch mehr Geld bezahlt. Wo du weißt,
da wird abgeliefert, da wird performt, da wird, das ist das höchste Level von Gaming, was du aktuell haben kannst. Storytechnisch, Gameplay-technisch, emotional, wie Filme, wie ein krasser Film einfach nur, der dich mitnimmt. Ein Film, der jetzt für mich 32 Stunden waren es, glaube ich, gedauert hat und wir sind noch nicht durch. Wir haben noch die ganzen Nebenaktivitäten. Wir können auch noch Asgard. Damit ist die Geschichte der Zwerge jetzt, glaube ich, zu Ende erzählt, oder? Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich bin mehr als begeistert von God of War Ragnarök. Dieses Reboot, was sie 2018 gemacht haben, finde ich ziemlich nice. Weg von diesem düsteren Anti-Helden, der nur Tod und Chaos ausrichtet und dem alles scheißegal ist, hin zu einem Kratos, der wieder liebt, der eine Frau gefunden hat, Verlust erlitten hat, ein weiteres Mal mit der Familie. Einen kleinen Sohn diesmal hat, den er heranziehen kann, nicht so wie zuvor mit seiner Tochter, die er, beziehungsweise mit der ganzen Familie, die er abgeschlachtet hat wegen dem Pakt mit den Göttern. Hin jetzt zu einem Vater, der sich in God of War Ragnarok wirklich extrem Sorgen um Atreus gemacht hat, um alles auf der Welt ihn beschützen wollte. Der Atreus alles beigebracht hat. Und ihn dann so akzeptiert hat, dass es sein eigenes Schicksal ist, dass Atreus seinen eigenen Weg gehen muss. Wahnsinn. Ich finde die Entwicklung von Kratos mehr als genial, mehr als gelungen. Ich weiß gar nicht, was ich alles noch sagen soll, ja. Es ist so absolut episch. Und ich hoffe wirklich sehr, dass die Reise mit Kratos nicht vorbei ist irgendwie, sondern dass da noch was kommt. Dass da tatsächlich noch was kommt und dann vielleicht sein Ende wirklich gekommen ist. So, wir haben die Prophezeiung jetzt geschafft zu verhindern. Das, was wir in God of War 2018 gesehen haben, auf dem Wandbild und jetzt hier im Eisenwald auch mit dem Tod von Kratos, wie das Atreus sich für Odins Seite ausspricht und für ihn arbeitet. Wir haben das geschafft zu verhindern. Deswegen muss für mich persönlich muss noch was kommen. Eine weitere, vielleicht eine wirklich allerletzte Reise von Kratos. Mit einem erwachseneren Atreus, dass die beiden sich wieder treffen. Boah. Freunde, Freundinnen, haut eure Meinung zum Game in die Kommentare. Wirklich. Ich bin baff. Das wird jetzt auch, glaube ich, erstmal ein Abend auf zwei. Muss ich das Ganze alles mal einfach noch so Revue passieren lassen, glaube ich. Boah, Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Sag mir ein Spiel, was das schafft, im Abstand mit der Musik so eine Gänsehaut, so eine Emotion rauszuholen. Last of Us, ja. Aber da hört es dann schon auf fast, ne? Da hört es dann storytechnisch bei den Games schon fast wieder auf, Mann. Komm, jetzt, ich will irgendwas noch sehen. Ich will irgendwas Krasses jetzt hier noch sehen. Wird sich Sindri wirklich verschwören? Wird Sindri vielleicht, ey, die letzte Begegnung mit Sindri und Atreus da in der Schlacht, ne? War jetzt auch nicht die brüderlichste und persönlichste. Wird Sindri vielleicht jetzt irgendwie versuchen, Atreus zu jagen, ihm das Leben noch schwer zu machen? Wo wird Atreus hingehen, um die Riesen zu finden? Wird das hier in der nordischen Mythologie bleiben? Müsste er eigentlich. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der irgendwie in andere Welten geht. Wäre natürlich auch geil. Dass vielleicht sind die Riesen auch in andere Welten geflohen, ne? Ägypten steht ja schon seit Jahren irgendwie im Raum, ne? Dass das irgendwie so eine potenzielle Location-Setting von God of War werden könnte, ne? Gibt's auf jeden Fall auch ziemlich viele Götter, die es gilt, vernichtet zu werden. Aber Kratos hat ja den Weg abgeschworen. Und das, wie gesagt, finde ich auch irgendwie geil, ne? Der hat Thor verschont. Bei Heimdall hat es nicht ganz geklappt. Odin wurde verschont. Das war dann tatsächlich am Ende wirklich auch wieder Sindri, ne? Ich traue mich gar nicht, X-Kreis zu drücken, bin ich ehrlich. Bestimmt haben jetzt schon viele wieder geschrieben, Junge, drück doch X, guck dir den Quatsch nicht an. Ja, aber Angst, dass ich dann das, was vielleicht danach kommt, überspringe. Weiß es nicht. So, das eine haben wir jetzt. Wir waren in Svartalfheim. Dann war irgendwas noch mit Asgard, ne? Irgendwas war da noch mit Asgard, haben sie gesagt. Sollen wir es wagen? Sollen wir Kreis drücken?
Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Die Valkyrenkönigin gilt es zu finden. Persönlich würde ich die in Asgard vermuten. Ja, weil Freya hat es ja auch gesagt, ne? Sie hat Asgard die Treue geschworen. Dann wird sie da auch jetzt noch sein. Vielleicht in der Arena, an dem Schauplatz, wo Odin gefallen ist. Vielleicht dort. Vielleicht sollten wir dort einfach mal nachschauen, liebe Freunde. Begräbnis für einen Freund. Okay, wir haben nichts verpasst. Wir hätten uns das gar nicht anschauen müssen. Es tut mir leid. Aber so konnten wir wenigstens dieser fantastischen Musik lauschen. Du musst Sindri verzeihen. Er ist... Naja, du weißt. Ja, er ist Sindri. Er ist gebrochen. Er hat seinen Bruder verloren ein weiteres Mal und diesmal endgültig. Ja, ey. Mir ist gerade absolut gar nicht nach Kämpfen, bin ich ehrlich, ja? Bin emotional gerade einfach so mitgerissen von all dem, was jetzt hier in den letzten Stunden und Tagen passiert ist. Ich habe jetzt... Also ich könnte jetzt mit euch hier diese Risse machen und diese Berserker-Dinger da oben jagen und vernichten. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe gerade keine Lust, die Klinge rauszupacken. Ich finde, das passt gerade überhaupt nicht so ins Feeling rein. Ja. Deswegen würde ich sagen, reisen wir jetzt nach Asgard. Und schauen, ob wir dann auch noch so ein Ende triggern können. Und dann ab in die Hütte. Und dann ab in die Hütte. Oder sollen wir erst in die Hütte? Sollen wir erst in die Hütte und dann nach Asgard? Ja, komm, wir gehen erst in die Hütte. Freya auch komplett still, auch nichts zu sagen. Oder? Wahnsinn. Also, New Game Plus wird ja, glaube ich, nachgepatcht. So als einziges Dreingabe DLC soll es ja nicht geben, meines Wissensstands nach. New Game Plus werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Wer von euch wird sich auch das New Game Plus geben? Finger hoch. Einmal aufzeigen. Freue ich mich schon drauf, die Story nochmal zu erleben. So, Midgard. Nach Hause gibt's gar nicht, oder? Okay, Asgard ist gebrochen, Jötunheim, Welt derzeit gesperrt, Zwanderfallheim, verlorener Schatz. Nach Hause geht's nicht. Oberer Wald. Ne, das ist nicht unsere. Ist das unsere Hütte? Doch, das muss unsere Hütte sein, ne? Das muss unsere Hütte sein. Zurück nach Midgard also. Wir haben noch zu tun. Beim gefrorenen See in Midgard gibt es immer noch viele Räuberlager. Nicht mehr lange. Zwei, drei Stück noch. Finden wir sie. Dann los. Ich vermisse auch so ein bisschen den Flashback von Faye und Kratos. Wie Kratos hier gebrochen, nachdem er sich das Schwert von Olymp in den Bauch reingerammt hat am Ende von God of War 3. Die Ankunft hier in der nordischen Mythologie hätte ich gerne gesehen, wie er auf Faye trifft. Verstehe ich nicht so ganz, warum die das nicht gezeigt haben. So die anderen Momente mit dem Baby und wo der Wald markiert wurde vor dem Tod, waren schon absolut emotional und krass. Deswegen, das wäre auch noch zu geil gewesen, Mann. Das wäre auch noch zu geil gewesen, finde ich persönlich auf jeden Fall. So, irgendwelche Hehlläufer hier, die wir abschlachten müssen. Nee. Was ist das? Erinnerungen von Atreus' Reise. Das Tagebuch. Was wirst du damit tun? Sie zu unseren hinzufügen. Seine Geschichte ist unsere und unsere ist seine. Du hast recht. Okay. Freya betritt die Hütte nicht mehr aus Respekt, oder was?
Mehr gibt's nicht? Mehr gibt's nicht, Freunde? Okay. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier fürs Erste. Wir sehen uns in der nächsten Folge in Asgard dann wieder und schau mal, was dort eben noch so... Obwohl, nach Asgard können wir ja gar nicht, ne? Nach Asgard konnten wir ja gar nicht. Aber was meint... Die Freya meinte doch eben, als wir den Tempel verlassen haben, dass man irgendwas in Asgard noch tun kann, oder nicht? Dass da irgendwas noch auf uns wartet. Versteh's nicht. Versteh's nicht. Der verlorene Schatz in Svanaheim, ja. Svanaheim. Behemde Mulde. Hm. Das sind die beiden Quests im Krater. Odins Augen, die Dämmchen Raben. Ja, der Schmelzige. Das ist dann quasi so das Einzige, was wir noch irgendwie so noch gar nicht gemacht haben. Die Prüfungen in Dingsbums. In Spelheim. Hm. Okay. Ja gut, Freunde. Ich hoffe trotzdem, es hat gefallen. Wenn ja, irgendwo hier auf dem Bild siehst du gerade mein Profilbild. Klick einmal drauf, schenk mir ein kostenloses Abo. Würde mich extrem mit glücklich machen. Extrem supporten. Däumchen nach oben. Wäre super, super geil. Würde mich auch mega freuen. Und aktiviere die Glocke, dann verpasst du kein weiteres Video von mir zu God of War Ragnarök, Callisto Protocol, Hogwarts Legacy, Gotham Knights machen wir, glaube ich, auch. Oder machen wir Gotham Knights? Ich weiß es noch nicht. Ja, dann verpasst du auf jeden Fall nichts weiter, was auf meinem Kanal passiert. Das will ich eigentlich nur damit sagen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön für deine Zeit. Freut mich wirklich sehr. Wünsche dir noch einen super geilen Tag. Mach was Schönes draus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao mit V.